Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Fire TV Video. Und zwar geht es diesmal um Alexa. Ich hatte vor ein paar Tagen ja ein Video gemacht zu Kodi-Erweiterung, und da habe ich gesagt, dass, habe ich ja meinen Bildschirm hier gezeigt und habe gesagt, nicht wundern, hier ist das neue, im Schlafzimmer ich noch das alte, weil viele haben die normale Box und die sieht ja nicht so aus wie meine 4K-Box, weil die haben sie da vom Design angepasst wie Netflix. Ja, kaum hatte ich es ausgesprochen, 2 oder 3 Tage später kam ein Update endlich mal auf meine Box im Schlafzimmer, die bestimmt etwa ein halbe, dreiviertel Jahren kein Update mehr gesehen hat. Also wo das Update hier kam, kam da schon keins mehr. Und ich habe da die Optik von dem Neuen. Also wie, was so an Netflix angelehnt ist. Und was habe ich noch bekommen? Alexa. Und hier habe ich es dann natürlich auch gleich aufgespielt, das Update. Und da ist mir ein bisschen was aufgefallen, da haut was nicht hin bei Alexa. Und da habe ich gedacht, ich mache mal so ein kleines Erklärvideo, wie ihr das beheben könnt, weil Alexa hat da so ein paar kleine Fehler. Ich werde euch mal auf dem TV machen. Dann seht ihr das so. So, und zwar seht ihr hier hinten, wenn ich auf Einstellungen gehe, hier haben wir den Punkt Alexa, was so ein bisschen aussieht wie so ein Vodafone-Zeichen, wie so eine Chatblase mit orangem Kreis außenrum. So. Und wenn wir jetzt sagen, Alexa, wie wird morgen das Wetter in Berlin? Morgen ist es in Berlin teilweise sonnig mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 48 Grad und einer Tiefsttemperatur von 36 Grad. Ihr seht, ihr sagt, Alexa sagt uns hier 48 Grad. Ja, das ist natürlich falsch. Das ist Fahrenheit, was sie uns jetzt anzeigt. Aber sie sagt Grad, weil die Box auf Deutsch gestellt ist. Das könnt ihr ganz einfach beheben. Ihr geht auf Einstellungen. Dann geht ihr auf, was, bei Alexa? Nee, Quatsch. Nicht bei Alexa, bei Einstellungen. Und nochmal auf Einstellungen. Und dann habt ihr hier Standort. Wenn ihr da noch keinen Standort eingegeben habt, gebt dort bitte eure Postleitzahl ein. Zeitzone, natürlich auch 24 habe ich an, und mitteleuropäische Zeit. Wäre auch wichtig, dass die Zeit, die da vernünftig läuft, auch im Kodi angezeigt wird. Als kleiner Tipp, Sprache, da könnt ihr jede Sprache nehmen, die ihr wollt. Und bei metrischer Einheit, Mensch, da ist jetzt aus. Da müsst ihr ganz einfach nur einmal draufklicken und anmachen. Hier ist denn die Web-ID. So, und schon. Alexa, wie wird morgen das Wetter in Berlin? Morgen ist das Wetter in Berlin teilweise sonnig mit einer Höchsttemperatur von 8 Grad und einer Tiefsttemperatur von 2 Grad. So. Und ihr seht, schon funktioniert das einwandfrei. Ich habe Alexa, ich werde euch mal nochmal zu mir drehen, ich habe Alexa auch schon mir diese Alexa-App hier runtergeladen und habe auch schon ein bisschen rumgespielt. Ich zeige euch die Alexa-App mal. Und zwar ist die, achso, wartet. Nee, die kann ich so nicht zeigen. Wartet mal, ich muss dann erstmal das Bild ändern. Weil ich habe hier ein Bild von meiner Frau drauf und das mag die nicht. Das findet sie nicht schön und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen normalen Hintergrund. Zack, bumm. So. Oh, also die mag das Bild von sich nicht. Ich finde das total schön und habe versprochen, dass ich das nicht zeigen werde. So. Und das ist die Alexa-App. Die könnt ihr euch ganz, ganz normal bei Amazon runterladen. Dafür braucht ihr dieses Amazon. Amazon Underground. Das schwarze da hinten. Hoppala. Das sieht ein bisschen anders aus als das normale. Da könnt ihr auch die Apps runterladen. Das habe ich auch auf meinem Autoradio drauf, weil wenn ihr Amazon Prime-Mitglied seid, ladet euch, kann ich euch echt nur empfehlen, ladet euch Underground runter. Ihr kriegt ein paar Apps gratis. Und es ist auch, wie heißt das? Navigon im Komplettpaket mit allen Sprachen gratis für Amazon Prime-Kunden. Habe ich auf meinem Autoradio, funktioniert. Erste Sahne. So, wir haben jetzt Alexa hier eingestellt. Ich habe Alexa auch schon ein paar Befehle gegeben. Ich habe auch mit meinem Home Control Center verbunden. Das habe ich aber noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktioniert. Ich habe aber dieses rausgefunden. Wie war mein Tag? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Nee, Quatsch, nicht wie mein Tag. Die Tagesereignisse von heute.
Für den restlichen Tag steht nichts im Kalender. So, das ist jetzt mein Kalender, da sagt er mir halt, für den restlichen Tag steht nichts drinne. Nachrichten von heute. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. In ZDF heute Express. So, das kann ich jetzt natürlich nicht abspielen, weil dann gibt es Content ID. Das ist bei Alexa, das nennt sich, wie nennt sich das, Erweiterung? Wartet mal, muss ich auf Alexa raufgehen, dass ich euch das richtig sagen kann, wie sich das nennt. Also ihr müsst euch halt diese Alexa-App runterladen und da könnt ihr das dann kombinieren. Ist natürlich was anderes, dieses Alexa, als Alexa in Fire, in Echo oder im Echo. Skills heißt das, Skills. Da gibt es ganz viele Skills, Begrüßungsdame, alles Mögliche. Dann können wir zum Beispiel sagen, Alexa, wie alt bist du? Ich bin seit dem 6. November 2014 als Amazon Echo auf dem Markt. Dann, Alexa, liebst du mich? Der Dalai Lama meint, Liebe sei, wenn man nicht urteilt. Alexa, kannst du lieben? Hemingway sagt, wenn du liebst, möchtest du für die andere Person etwas tun, dich für sie aufopfern? Alexa, ich liebe dich. Danke, das ist nett von dir. Und manchmal sagt sie dann halt auch, dass sie das nicht erwidern kann. Sie ist eine künstliche Intelligenz oder was weiß ich. Immer wieder was anderes. Wir können auch zum Beispiel, ich habe auch die Wikipedia, den Wikipedia-Skill runtergeladen. Also beziehungsweise den ladet man nicht runter, den aktiviert man. Was geben wir da ein? Wir geben mal ein, achso. Alexa, Wikipedia, Amazon. Amazon.com Incorporated ist ein börsennotierter amerikanischer Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. Ja, haut doch hin. Also wirklich, es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Diese Alexa-App macht vieles sehr einfach und kombiniert viele Sachen. Wie gesagt, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich dann meine Heizung praktisch darüber steuern kann mit dem Devolo Home Control Center. Ich bin noch am Anfang, um mich da reinzufuchsen. Ich habe noch die Deutsche Bahn-Skill. Alexa, wie fährt morgen die Deutsche Bahn von Berlin nach Köln? Die Entfernung von Berlin und Köln ist nee. 476,7. Alexa, Deutsche Bahn. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Was möchtest du suchen? Verbindungen, so. Abfahrten oder jetzt macht das. Dann haben wir dann halt hier so ein graues Feld. Verbindungen. Alexa, Deutsche Bahn, Verbindungen. Das hier habe ich gefunden. Alexa, Deutsche Bahn. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Was möchtest du suchen? Verbindungen, Abfahrten oder Ankünfte? Alexa, Verbindungen. Alexa, Deutsche Bahn. Herzlich willkommen. Verbindungen. Ja, seht ihr, das macht er jetzt zum Beispiel nicht richtig. Normalerweise, wenn dann dieses Feld kommt und Alexa mir was sagt, dann drücke ich einfach normal die Sprachtaste und Alexa macht dann weiter. Es funktioniert richtig gut, auch mit Wikipedia, alle. Ich habe schon einige getestet. Ich habe mich auch gefreut, habe gedacht, Mensch, ich kann dann meine Apps starten. Da gibt es auch einen kleinen Trick, den werde ich euch jetzt auch verraten, weil wenn ihr das nicht richtig macht, kommt ihr nur zu Apps. Passt auf. Wir nehmen uns an, jetzt einfach mal das Beispiel, die YouTube-App nehmen wir uns jetzt. Alexa, YouTube? So, dann kommen wir zu YouTube-App. Wenn wir aber jetzt sagen, Alexa, YouTube-App öffnen. Hier ist die App YouTube. Sagt uns Alexa auch, hier ist die App YouTube und wir befinden uns sofort in YouTube. Es startet automatisch. So, das funktioniert natürlich auch ganz einfach mit Alexa, Amazon Musik öffnen. Ich weiß nicht, ja, wie ich dir dabei helfen kann. Da habe ich immer wieder Probleme bei diesen Sachen. Oder Alexa, Alexa, App Spotify öffnen. Hier ist die App Spotify Music.
für Fire TV. So, das geht jetzt. Am Anfang, die ersten Male hat mir Alexa immer gesagt, Spotify ist für dieses Gerät nicht verfügbar. Wir können natürlich auch ganz einfach Alexa Spotify öffnen. Wir müssen nicht App, die App Spotify Music. Wir müssen nicht App davor sagen. Ich habe es mir halt nur angewöhnt, weil manchmal hat Alexa nicht richtig verstanden, was ich von ihr wollte. Ihr könnt auch jetzt ganz normal sagen, Alexa Radio. Hier ist ein Radiosender, der dir vielleicht gefällt. Contra K. So, muss ich Pause machen, sonst gibt es Content-ID. Der Radiosender wird von Prime abgerufen, also Amazon Music Prime. Das normale Prime-Musik, was bei Prime normal mit bei ist. Ihr gibt ja auch noch diese größere Version, die habe ich aber nicht, für zusätzlich 24 oder 27 Euro im Jahr. Da hat man dann 27.000 Songs, die man hochladen kann. Und hier bei dem normalen Prime Music hat man 200 oder 250 Songs, die man hochladen kann. Und aber auch ganz viele Songs gratis innerhalb von Amazon. Mit der Amazon Musik App klappt es halt natürlich noch nicht so gut. Alexa, Amazon Musik. Zeigt uns alles Mögliche an, aber halt nicht die App Amazon Musik. Das ist diese hier unten. So. Da wollte ich jetzt eigentlich hin. So. Und das nennt sich, mal gucken, vielleicht haben wir das nur falsch betont. Vorderseite. Verschieben. Also da können wir nach vorne machen und so. Ja. So, das ist einfach nur Musik. Okay, werden wir nochmal versuchen. Alexa, öffne Amazon Music. Das hier habe ich gefunden. Alexa, öffne meine Musik. Deine Musik wird abgespielt. So, und da bin ich jetzt bei Broilers. Das ist ein Radiosender, was ich letztens gehört habe. Der Radiosender nennt sich Broilers. Also das haut mit dem Amazon Musik, das haut noch nicht ganz hin. Normalerweise habe ich mir erhofft, dass wenigstens ich sage, ey, Alexa, öffne mal Amazon Musik und die App geöffnet wird. Mit dem Radiosender ist alles ganz toll und mit den Nachrichten, das funktioniert wirklich sehr gut. Auch mit Wikipedia funktioniert das sehr gut und mit dem Wetter. Alles tipptopp. Ich hätte mir nur mehr gewünscht, dass es mehr mit dem Amazon Musik integriert ist, weil Amazon Musik echt bescheuert zum Suchen ist. Dass ich jetzt zum Beispiel auch sagen kann, Alexa, Störtepriester. Und dass er dann Störtepriester öffnet. Natürlich hier kein Treffer. Alexa, meine Musik, Störtepriester. Findet so auch nicht. Da habe ich echt gehofft, dass da irgendwie mit meiner Musik, die ich bei Prime habe und so, dass ich da sagen kann, ey Alexa, öffne mal die und die Musik. Weil das Suchen innerhalb dieser Musik-App echt grottenschlecht geworden ist. Ich bin echt so an sich mit Amazon und mit meinem Fire TV wirklich wunderbar zufrieden. Auch mit Alexa, das funktioniert richtig gut. Aber die Amazon Musik-App, finde ich immer noch grottenschlecht. Die war mal gut und die ist jetzt grottenschlecht geworden. Man kann jetzt zwar eigentlich nach Interpreten vorgehen, aber man kann nicht mehr die Alben aussuchen. Man kommt zu dem Interpreten und dann kann man die ganzen Alben, kann man durchscrollen, die einzelnen Lieder, bis man zum nächsten Album kommt, dann wieder bis zum nächsten Album. Das ist scheiße. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band gut finde, die heißt Zebra. Und Zebra hat ein Lied, die haben 20 CDs draußen. Albatros, Bär, alt nach Tieren benannt. Aber Zebra mit dem Album Zebra gefällt mir am besten. Ja, das sind 24 Alben, wo ich Album, sagen wir mal, jedes Album hat 10 Lieder, 24 mal 10 Lieder nach unten scrollen kann. Wo ich nicht einfach sagen kann, wie in einer alten App, wo ich sagen kann, ich gehe auf Störtepriester und dann hat er mir die Covers angezeigt und hat gesagt, ich möchte diese CD öffnen. Und dann bin ich raufgegangen und dann waren die Songs zu dieser CD und dann habe ich mir das Lied angemacht und dann ist es gelaufen. Das geht leider immer noch nicht und das finde ich
grottenschlecht. Also da ist wirklich mit Durchsuchen, es ist grottenschlecht. Da benutze ich momentan, ehrlich gesagt, lieber Spotify als Amazon Musik. Und ich habe Amazon Musik früher echt liebend gerne benutzt. Ja, jetzt den Radio, jetzt diese Tunnel-App benutze ich noch oft für Radio. Wenn mein Vibe hier ist, das ist halt ganz gut. Aber Amazon Musik bin ich bedient. Also da bin ich wirklich geheilt von. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so einen kleinen Einblick in Alexa und dem Fire TV geben. Ob es auf dem Stick auch geht, weiß ich noch nicht. Ich habe den Stick noch nicht hier dran und aktualisiert. Der ist bei meiner Tochter drin. Das werde ich nachgucken. Also auf jeden Fall ist Alexa jetzt auf normalen Boxen und auf den 4K-Boxen. Auf dem Stick denke ich mal auch, aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Den Stick habe ich noch nicht rein gehabt, konnte ich noch nicht updaten, weil meine Tochter hat jetzt momentan Fernsehverbot, deswegen konnte sie nicht gucken und deswegen ist der auch abgeklemmt. So, aber das werde ich auch noch überprüfen. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Natürlich, wenn ich euch helfen könnte, auch einen Daumen oben da lassen. Wenn euch sowas gefallen hat, ich werde jetzt öfters sowas natürlich auch weiterhin machen über Kodi, über Fire TV, wenn mir was auffällt, wenn irgendwas Tolles passiert oder keine Ahnung. Einfach mal da oder hier irgendwo ist ein Abo-Knopf. Man könnte da denn draufdrücken, dann abonniert da mich. Bis dahin würde ich mich, wie gesagt, dann jetzt verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.